Müll, Müllentsorgung und Wiederverwertung spielen heutzutage eine immer größer werdende Rolle. Auch Simone Leiner aus Pirmasens hat einen Weg gefunden, sich mit kreativem Recycling zu beschäftigen. Die 32-jährige Erzieherin arbeitet mit zwei Materialien, die normalerweise nur noch im Müll landen würden: Schallplatten und alte Zeitungen. Also irgendwann habe ich mir gedacht, diese ganzen Sachen, die man neu kauft, irgendwie ist das total die Verschwendung, finde ich. Und ich bin sowieso öfters in so Trödelläden unterwegs und habe mir dann einfach gedacht, ja, was könnte ich denn aus den Sachen mal machen? Und habe mich dann im Internet informiert und bin dann darauf gestoßen, dass man aus den Schallplatten zum Beispiel Schüsseln machen kann oder Buchenden. Und das fand ich total interessant und habe das dann einfach mal ausprobiert. Ja, und dieses Basteln aus Zeitungen, das habe ich bei einer Bekannten gesehen. Die hat mich inspiriert, die hat Blumentöpfe aus den Zeitungen hergestellt und hat mir das dann beigebracht. Und irgendwie hat sich das dann so entwickelt, dass ich immer mehr ausprobiert habe. Dann sind Körbe draus geworden, dann ist eine Uhr draus geworden. Simone hat viel Freude am kreativen Recyceln. Auch ihre Familie und Freunde sind beeindruckt. Sie unterstützen Simone, schenken ihr Material wie beispielsweise alte Zeitungen. Im Gegenzug beschenkt die Pirmasenserin ihre Liebsten mit den selbstgemachten Werken. Jedes Stück ist ein Unikat und das ist Simone besonders wichtig. Geschenke sollten persönlich sein, findet sie. Um einen Korb herzustellen, wickelt sie die einzelnen Zeitungsblätter zu Rollen, welche sie dann flechten kann. Eine große Hilfe sind hier Kleber und Draht. So ein Korb, oh, das braucht ewig. bis man erstmal die ganzen Röllchen gedreht hat, das dauert bestimmt 4 Stunden. Und dann muss man das Ganze noch flechten, lackieren. Also ich würde schätzen, so ein Korb bestimmt 14 Stunden. Am liebsten arbeite ich auf meiner Couch, gemütlich, in meinem Pyjama, im Schneidersitz, vor dem Fernsehen. Manchmal, wenn ich größere Projekte habe, arbeite ich auch am Küchentisch. Hauptsächlich in der Küche kümmert sich Simone um die Wiederverwendung alter Schallplatten. In kurzer Zeit und mit nur wenigen Arbeitsschritten verwandelt sie diese in etwas Nützliches. Die Schallplatten besorgt sie sich im Trödelladen für meist 1 Euro. Dann heize ich meinen Backofen auf 50 Grad vor und lege eine Schüssel verkehrt rum aufs Backblech und lege im Prinzip diese Schallplatte oben drauf. Und dann muss man eben dabei stehen bleiben und gucken. Dann schmilzt die so, die erhitzt sich und schmilzt so drumherum, die wird weich. Und wenn einem dann die Form gefällt, dann holt man es schnell wieder raus und macht es von der heißen Schüssel runter und lässt es trocknen, dann wird es hart. Bereits als Kind war Simone gerne kreativ. Sie malte, bastelte, zeichnete. Bis heute bleibt sie ihrem Hobby treu und probiert immer wieder Neues aus. Der Kreativität und den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Meine Grundmotivation ist, einfach mit meinen Händen was herzustellen. Ich liebe das. Und habe mir dann gedacht, ich könnte doch mal Sachen verarbeiten, die schon vorhanden sind und die nicht wegschmeißen. Also Geld sparen natürlich, das ist super gut, aber der Hauptgrund dafür ist eigentlich, dass man die Sachen nicht wegschmeißt, sondern was Neues draus machen kann.